Es weihnachtet schon sehr. Wir sind bei Tanpa for Living. Und natürlich ist hier auch Tanja, denn Tanja ist hier noch am dekorieren. Guten Morgen, Tanja, grüß dich. Hallo, guten Morgen, Mike. Tanja, du bist hier schon im Vorbereiten, hast hier jede Menge Weihnachtsdeko-Sachen hier schon dir zugelegt und man kriegt richtig Lust auf Weihnachten. Wir haben gestern mal angefangen und haben schon so ein paar Trockengestecke fertig gemacht, auch Türkränze. Da kommt aber jetzt, also wir haben wie gesagt gestern erst angefangen und da kommt jetzt noch jede Menge neues Zeug mit hinzu. Kann man sagen, habt ihr denn so bestimmte Trends in diesem Jahr? Das ist das erste Jahr, dass wir sowas selbst machen und wir wollen jetzt auch im ein, zwei Wochen wollen wir anfangen mit selbstgebundenen Kränzen, auch Adventskränze und Türkränze, die kann man, also wir werden welche fertig dekorieren, aber die Leute können auch die nackten Kränze bei uns kaufen, die gebunden sind, ohne Deko. Ich darf dir verraten, ich habe sogar schon ein Bild gesehen, wie es aussehen darf, also die werden fantastisch aussehen, teilweise sogar über 2 oder 3 Etagen hoch. Ja genau, das sind aber dann die mit den Holzscheiben, die werden miteinander verbunden und da haben wir dann kleinere Holzscheiben, natürlich, das hier ist ja ein ganz großer, wo dann 3, 4 Holzscheiben aufeinander gestapelt werden. Ja, Weihnachtskränze dürfen auf gar keinen Fall fehlen, aber ich muss mal kurz hinter mir zeigen, denn ich weiß, letztes Jahr hat man euch die Bude hier eingerannt, denn ihr habt hier ganz, ganz viele tolle Wichtel. Ja, die waren letztes Jahr ausverkauft, ich hätte noch mehr verkaufen können und deswegen haben wir jetzt nochmal ganz neue reinbekommen, noch ein paar mehr Sorten als auch letztes Jahr. Und das alles in verschiedenen Größen und verschieden angezogen. Und natürlich auch, ich nenne es einfach mal die Glitzerhirsche, auch immer gut, oder? Ja klar, da kann man einfach so zustellen oder auch schöne Gestecke damit machen. Kann jeder selbst individuell zu Hause dekorieren. Bist du eigentlich so ein Weihnachtsmensch? Auf jeden Fall. Also ich dekoriere das ganze Haus weihnachtlich. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und vor allem, du hast auch gesagt, ihr macht ja viel selbst, du und Pascal. Das heißt, da ist wahrscheinlich von oben bis unten alles glitzert, funkelt. Ja, mit Lichtern, genau. Das hier ist Weihnachtsschmuck? Oder Tannenbaumschmuck, hast du gesagt? Ja, Tannenbaumschmuck, der ist handgefertigt. Den haben wir in Bali gekauft von einem kleinen Familienbetrieb, die auch alle handbemalt haben. Auch sehr schön, ja. Balinesischer Weihnachtsschmuck. Klasse, auch hier wieder jede Menge Kränze. Weihnachtsschmuck, echt schön. Also die Auswahl ist richtig toll. Und du hast ja gesagt, es wird noch viel mehr. Ihr habt ja so einen kleinen Präsenttag auch. Also am 27. und 28. November haben wir so eine große Adventsausstellung. Neben dem Haus haben wir so einen Schuppen, sag ich mal. Und der wird dann schön zurechtgemacht. Da werden wir dann auch Prozente geben. Also sowieso auf die ganze Advents-Weihnachtsgeschichte, da wird es auf jeden Fall 10% geben auch. Und auch auf das andere, auf die anderen Deko-Sachen. Manche Sachen habe ich jetzt schon runtergesetzt, 30%, manche auch 50% sogar runtergesetzt, ja. Oh, da kann man so ein richtiges Schnäppchen machen. Auf jeden Fall, hier gibt es jetzt schon eine kleine Auswahl an Weihnachtsgrenzen, Adventsgrenzen, aber du sagst es am 27. 28. ist dann quasi die große Präsentation. Die Ausstellung, ja. Die Ausstellung. Bevor wir mit Weihnachten weitermachen, ich habe gesehen, ihr habt ja auch ganz tolle neue Sachen bei euch hier. Richtig, wir waren im September in Italien und haben dort kleine Weingüter besucht und haben da tollen Wein gekauft. Tolle Weinproben erlebt und haben wir uns dann für den Wein hier entschieden. Der ist von dem Simone Santini. Der hat mit 17 Jahren das Weingut von seinem Papa übernommen und hat Jahr für Jahr daran gebastelt, hat 13 Hektar Land und hat dann alles umgestellt auf Bio-Wein auch, hat teilweise auch schon Auszeichnungen bekommen dafür. Und ja, da ist vom milden, fruchtigen bis zum kräftigen Wein alles dabei. Das Ganze da oben sieht man es, alles aus der Ecke San Gimignano. Alles aus San Gimignano, ja. Eine der schönsten Städte Italiens. Ich wollte sagen, man hört es raus, du liebst dieses Städtchen. Ja, wir lieben sowieso die Toskana, ist toll. Ja, ist einfach schön.
Ich kann das unterstreichen. Ich war auch schon ein paar Mal dort und ja, neben dem wahrscheinlich weltbesten Eis gibt es jetzt auch wirklich richtig tollen, leckeren Wein, den man hier bei euch ja, hier erwerben kann. Aber daneben gibt es natürlich auch Klassiker wie Olivenöl. Das Olivenöl ist auch von dem Simone Santini. Der hat auch Olivenbäume und ja, da haben wir auch ein paar Flaschen mitgebracht. Ja, und was neben Olivenöl natürlich nicht fehlen darf, ist auch Balsamico. Ja, da haben wir den Original Balsamico aus Modena in den dafür typischen Fläschchen auch. Das ist die DOP-Version. Der ist 12 Jahre im Eichenfass bzw. Kastanienfass. Der wird immer, also der wird auch wandern, der bleibt nicht im Eichenfass gelagert dann 12 Jahre. Muss man dazu sagen, denn das ist jetzt wirklich kein, du sagst ja schon, kein Essig, der mal schnell zusammengerührt wurde, sondern der hat wirklich ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja, der hat echt Potenzial. Also der ist eigentlich fast zu schade für den Salat. Also ich würde ihn dann zum Filetsteak oder zum Käse, zu einem guten Käse einfach genießen. Daneben gibt es einen weiteren, der ist ein bisschen günstiger dann. Richtig, das ist die IGP-Version. Das ist die Bronze-Version. Der ist 2 Jahre nur gelagert gewesen. Dann haben wir noch die Silberversion, die ist 3 Jahre gelagert gewesen und die goldene Version, die ist 4 Jahre gelagert. Also, obwohl alt, viel rumgelegen, richtig lecker. Sehr lecker, sehr lecker. Überhaupt lecker, ich sehe schon im Hintergrund bei dir, da gibt es noch mehr leckere Sachen zu entdecken hier bei euch. Richtig, also wir haben jetzt neu auch so eine Feinkostecke mit dazu bekommen. Erstmal klein jetzt zum Probieren, wie es läuft. Da haben wir verschiedene Kräutermischungen, Teesorten, hier jetzt auch speziell noch die Winterteesorten, Marmeladen, Honig, jede Menge leckere Liköre und Schnäpse. Dann haben wir hier rechter Hand haben wir dann auch so Gewürzmischungen für Kräuterbutter, Spaghetti Aglio Olio, Zitronenpfeffer, Bonbons haben wir, Nudeln. Verschiedene Dips für Fondues und auch nochmal verschiedene Essig- und Ölsorten. Und ich sehe hier schon, schöner Präsentkorb. Das heißt, ich kann mir die hier auch toll zusammenstellen lassen. Richtig, ab morgen haben wir dann auch große Salami-Stangen und Schinken eingeschweißt, den wir da auch noch mit reinpacken können. Und drunter siehst du auch noch die Säfte. Da ist also auch kein Zuckerzusatz. Der schmeckt auch sehr, sehr lecker. Wow, also richtig toll. Und ich finde, gerade so ein Präsentkorb oder wie sagt man so schön, so ein Fresskorb, der kommt doch immer gut an. Ja. Also die Leute sagen immer, ja, wir haben schon so viel Deko, wir wissen nicht mehr, wohin damit. Na? Und dann haben wir uns gedacht, wir machen einfach ein paar Präsentkörbe. Da kann man einen kleinen holen, na? Man hat oben so Beispiele, kann man einfach was Kleines nehmen oder einfach ein kleines Geschenktütchen voll machen, wie man möchte. Super. Gefällt mir richtig gut, da gucke ich mich gleich nochmal in Ruhe um. Aber es gibt immer noch viele, viele Menschen, die Deko lieben und für die habt ihr auch eine riesige Auswahl. Ja, besonders Weihnachtsdeko. Da merkt man halt, dass wir selber darauf abfahren. Hier im Hintergrund habe ich was entdeckt, das finde ich ja mal stark. Die Krippen. Ja, die Krippen, die sind handgemacht von einem Bekannten von uns. Der hat da in wochenlanger Arbeit im Keller gesessen und hat tatsächlich jedes einzelne Teil da von Hand draufgesetzt. Die Türen und die Fenster kann man auch öffnen. Das ist richtig deutsche Handarbeit. Man muss dazu sagen, das ist ja Wahnsinn. Also hier die Wände, die sind richtig verputzt und Ja, vergipst. genau, die sind vergipst und verputzt. Und wie gesagt, die Türen kann man auch alle öffnen. Da oben ist der Heuboden. Ne? Das sieht man dann. Wir haben noch ein bisschen Licht drumherum gemacht. Habe ich zwei verschiedene Sorten hier im Laden jetzt. Das heißt, das sind ja Unikate dann eigentlich. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber alle bei, also jedes sieht anders aus. Ja, das sind Unikate, genau. Jedes ein Einzelstück. Wow, also der gute Mann, der muss ja wahrscheinlich dann letztes Jahr direkt nach Weihnachten angefangen haben, das hier hinzukriegen. Das war während dem Corona-Lockdown, da hat er im Keller gearbeitet. Okay, aber es hat sich gelohnt, ist was Wunderschönes bei rausgekommen. Ja, tolle Auswahl, tolle Dekosachen, schöne Krippen, aber natürlich gibt es auch ein paar Sachen rechts und links von Weihnachten bei euch. Natürlich, also die ganzjährliche Deko gibt es auch zu kaufen. Genau, wir gucken einmal uns noch um, denn ich sag's einfach mal, am besten man kommt einfach vorbei, schaut sich mal hier um, denn es gibt wirklich so viel zu entdecken für drin von draußen. Tolle, kuschelige, sogar mit Lichtkissen hier. Die haben wir auch neu dazu bekommen. Da kann man das innen drin, eine Batterie, da kann man dann das
die das Kissen auch weihnachtlich gestalten. Schön. Auch ein schönes Mitbringsel, schönes kleines Geschenk. Ja, auch hier, die finde ich auch stark, die Engel. Ja, Engel ist auch immer so ein Thema, das läuft, ist eigentlich auch so ein Selbstläufer. Diese hier, die kann man auch, also die sind auch winterhart, die kann man auch draußen aufstellen, wenn man möchte. Haben wir große, kleine Engel, also Engel haben wir auch ziemlich viel Auswahl. Sehr schön. Ja, die Auswahl ist, wie ich gerade eben schon sagte, echt riesig von allem, was da. Und was natürlich, da müssen wir hinkommen, gerade Weihnachten, Winter, Lichter. Das ist ein ganz großes Thema immer. Ja, Lichter haben wir dieses Jahr auch neu dazu bekommen. Vom Eiszapfen über Sterne, über so Feuerwerkkugeln, Lichtervorhang haben wir alles hier. Jetzt auch für Außen- und für Innenbeleuchtung. Genau, Außen war mein Stichwort, glaube ich. Denn ich glaube mal, du hast noch so knapp 5 Minuten, dann machst du den Laden heute auf. Ja. Aber du hast draußen auch schon ein paar Sachen hingestellt, um zu zeigen, was man auch draußen hinstellen kann. Ja. So, lass noch kurz rausgehen. Raus, ja. Genau, dann zeigen wir das mal. Denn natürlich soll auch das Haus, die Wohnung von außen. Ja, das ist doch mal, wenn man so begrüßt wird, das ist doch toll. Ja, den haben wir auch runtergesetzt, das ist auch ein Einzelstück jetzt. Die großen Sachen sind alle schon ziemlich runtergesetzt, jetzt schon vor Weihnachten. Ja, auch die Weihnachtsbäume. Es ist auch immer mehr und mehr, von wegen, dass mehr Leute sagen, nee, ich möchte keinen echten Baum haben, ich nehme so einen, den ich dann mehrere Jahre benutzen kann. Ja, gerade die Weiße, das war letztes Jahr ein großes Thema, die gingen auch richtig gut. Und deswegen haben wir das Jahr auch verschiedene Größen dann und auch größere mit reingenommen ins Sortiment. So, auch allein wenn man hier schon bei euch vorbeigeht am Schaufenster, als man sieht, Weihnachten ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema bei euch. Da steht auch noch ein großer Weihnachtsmann, ja. Und nebendran sind auch diese Feuerwerk-Lichterkugeln, die ich eben angesprochen habe. Ja, echt Wahnsinn. Toll, also wirklich riesige, riesige Auswahl. Am besten, ja, ich wiederhole mich, aber ich meine wirklich so, einfach mal vorbeikommen hier bei Tanpa for Living. Einfach mal nach Wattgassen kommen und die Tanja verrät jetzt am besten, wann man denn am besten zu euch vorbeikommt. Also wir haben während der Woche geöffnet von 9 bis um 12, dann haben wir Mittagspause, machen wieder um 15 Uhr auf bis 18 Uhr und samstags sind wir da von 10 bis 13 Uhr. Und jetzt noch, wo müssen wir hin, nach Wattgassen? Nach Wattgassen in die Lindenstraße 25a. Perfekt, einfach vorbeikommen, Tanpa for Living hier in Wattgassen. Tanja, ich weiß, du musst rein, ja. Kundschaft kommt gleich. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann, tschüss. Tschüss, Mike.